Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin das Reiter und wir sind in einer weiteren Vorschau von Zerfs und zwar die Vorschau Nummer 3. Ich habe das wieder mal nachgebaut, weil im Tutorial kann man nicht speichern. Ist alles soweit, wir sind Richtung Schwertkämpfer unterwegs, das erste Schwert ist auch noch nicht fertiggestellt. Wir haben hier aber eine untätige Geschichte und hier oben steht Holzfäller Nord, findet keine Rohstoffe mehr. Ich glaube, das wäre letztens auch passiert. Da gehen wir doch mal ins Spiel gleich nach dem Intro rein und gucken zu, dass wir einen Förster machen, der uns wieder Baumbestand bringt. Alles klar, bis gleich. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ja, wir sind hier beim Holzfäller, gehen hier auf den obersten Wert und da können wir hier einen Förster auswählen und den sollten wir mal gucken, dass wir den hier hinbauen. Eigentlich wäre es egal, glaube ich, wo der ist, ne? Aber ich würde ihn jetzt favorisiert hier hinstellen. In der Hoffnung, dass wir hier das mit dem Wegfindung hinkriegen, weil die war ja doch sehr schwer. Funktioniert. Okay, das muss erst gebaut werden, dann geht es da weiter. Schwertkämpfer ist noch nicht gebaut, ne? Nee. Hier fehlt noch Eisen, ist einer nur noch da und es fehlt aber an Kohle ohne Ende. Was war mit der Kohle? Hier ist 97 und hier ist 59. Okay, da wird abgebaut, sieht aber einigermaßen aus. Warte mal, das ist der Schwertkämpfer, wo ist die Schmelze? Hier ist die Schmelze, ne? Ja, da geht's voran, Eisen, Erz und Kohle ist da. Permanente Produktion ist also auf unendlich. Ich weiß nicht, ob die Zinnen jetzt da drinnen liegen oder... Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Förster wird auf jeden Fall gebaut. Schauen wir mal, wie es aussieht, ne? Wir können ja mal... Was ist da oben rechts? Achso, da wird gebaut, alles klar. Das ist die Baracke, glaube ich, ne? Oder? Scrollen ist nicht hier mit WASD, sondern mit Kartenrand. Ja, das ist, glaube ich, die Baracke, die wir da bauen. Oh, hier ist auch schon wieder ein Zeichen drin. Was fehlt da? Stein. Da müssen wir noch einen Radius setzen, damit der Stein findet. Ich glaube, da ist noch einer, ne? Ja. Dann soll der da mal weiter gucken, dass er da den Stein noch abhaut. Hat er den jetzt? Ja, jetzt ist das Zeichen weg, er geht. Also, wir müssen ja hier hoch. Okay, die Försterhütte muss noch gebaut werden, damit es da vorangeht. Ja, schauen wir mal. Wie sieht's aus? Hier, was passiert? Unendlich. Und wie sieht's denn hier aus? Ah, wir haben sogar schon zwei Schwerter. Okay, dann fehlt's jetzt an der Baracke. Die braucht noch Holz. Ja, und das fehlt natürlich, ist klar. Dafür muss der Förster hier Prior gesetzt werden, wahrscheinlich. Hohe Priorität haben wir jetzt, ne? Niedrige Priorität. Okay, ich glaube, wir sind jetzt auf hoher, ja, sind wir. Das heißt, erstmal muss hier der Förster gemacht werden, damit es Bäume gibt. Aber wir können natürlich, was natürlich auch Sinn macht, gerade mal hier die Bäume abfällen lassen. Abfällen lassen, ne? Die Bäume hier fällen lassen. Dann kommen wir auch an Holz. Aber trotzdem ist der Förster ganz wichtig, damit man nachher wieder aufbaut, ne? So, jetzt ist es weg. Jetzt geht er Holz holen. Hier ist ja schon der erste Baum, oder? Ne, da ist er. Ja, gucken wir mal ein bisschen näher rein. Er haut da um. Alles ist gut. Hier geht es natürlich jetzt nicht voran, weil vier Holzplanken fehlen. Die gibt es im Sägewerk, welches wiederum hier steht, ne? Ja. Kein Holz da, aber 32 Planken sind wohl da, wenn ich das hier so richtig interpretiere. Aber hier wird auch nichts weiter transportiert oder wohl nicht. Da gibt es Essen. Das wird jetzt nach hier hingetragen. Trägt einer weiter? Ja, da kommt ein Pfahl und der wird jetzt zum Sägewerk gebracht, genau. Und hier? Passiert noch nichts. Ja, die Bretter sind jetzt nicht hier drin, ne? Und er hat jetzt einen Balken da rausgebracht. Da ist jetzt Stein. Der wird schon weiter transportiert. Okay. Ah, jetzt ist das erste Brett da. So, das muss jetzt zum Förster. Ne, erstmal zur Baracke gebracht werden wahrscheinlich dann, ne? Warte mal, dann ist die Prio jetzt hier verkehrt. Die Prio müsste hier dann hoch sein, damit wir die Baracke fertig kriegen, ne? Und da fehlt es natürlich dann auch an einem Turm in der Nähe, damit die Baracke, ja doch, die Baracke geschützt ist. Aber auf der anderen Seite,
eigentlich nicht so wild, weil da so kommen Soldaten raus. Kann man da den Spawn Point, gehe zu, ne? Level Priorität, ne, da ist jetzt wahrscheinlich erst, wenn es fertig ist, kann man das auswählen, ne? Also mal gucken. Er macht auf jeden Fall was, weil er jetzt genug Material hat. Ne, genug hat er nicht, aber er hat Material wohl. Okay, da ist was reingekommen. Kann weiter abgebaut werden. Ja, okay, er kann jetzt nochmal weiterbauen. Das ist aber auch nicht verkehrt, was wir da machen. So, die Baracke hatte eine hohe Priorität jetzt. Das ist auch wichtig. Noch ein Brett, dann geht's da weiter. Das liegt schon hier wohl. Ja. Sehr schön, das Brett wird weiter transportiert. Jetzt kommt er ins Spiel. Genau. Sieht erstmal gut aus, ne? Erstmal. Okay. Brett, wechsel dich. Noch einer, dann haben wir's. Der legt das jetzt hier hin oder bringt das rein? Ah, er bringt's rein. Okay. So. Jetzt kommt nochmal der Handwerker und dann ist es fertig. So, hier sind 8 und da sind auch 8. Kann man nichts sehen? Ne, kann man nichts sehen. Es wird auf jeden Fall jetzt ein Bogenschütze gebaut und natürlich auch ein Schwertkämpfer. Bogenschützen wahrscheinlich aus dem Vorrat hier, dass da noch Bögen drin sind. 2 von 16. Alles klar. So, produziert einen Schwertkämpfer. Okay, das läuft. Der muss ja aus der Baracke erst rauskommen dann. Mal schauen, wann da der kommt. Also Schwerter sind im Anmarsch, aber... Ah, ich glaube, er hat das erste in der Hand, ne? Ja, sieht so aus, dass hier ein Schwert ist, ne? Ne, ist ein Bogen. Hä? Dann ist hier aber ein Schwert, ne? Ja. Das kommt hier hin und wenn das dann gleich da ist, dann läuft es da oben auch mit der Baracke. Gibt es einen Spawnpoint jetzt hier? Zerstörer, gehe zu. Ne, ich glaube nicht, ne? Weil jetzt Schwertkämpfer und Schützen aus, beschützt. Ach so, okay, der Turm schützt die Baracke. Also passt es. So, jetzt bringt er, glaube ich, das erste Schwert da rein. Oder war es doch ein Bogen? Ne, ich meine, er hat ein Schwert auch in der Hand gehabt, ne? Auf jeden Fall hat er jetzt ein Schwert in der Hand, wenn, ne? Ja, jetzt ist 1 von 8. Ach, das sind schon 3 Leute, die hier neu stehen. Und da ist auch ein Schwertkämpfer bei. Erober einen feindlichen Turm. In der Umgebung sind feindliche Lager. Um zu siegen, müssten alle feindlichen Haupthäuser eingenommen werden. Ein Haupthaus kann nur eingenommen werden, wenn es von einem kein Militärgebäude beschützt wird. Erober einen feindlichen Turm. Okay, das ist jetzt eine Aufgabe, die wir haben. Wir haben hier noch 4 Leute, die... Bringen wir mal damit hin und dann müssen wir, denke ich, mal ein paar Leute haben, damit es vorangeht. Weil, ja, man muss ja mit einem richtigen Heer ausrücken, ne, würde ich sagen, ne, und nicht so ein paar Manneken nur. Was haben wir jetzt hier? 7 und 3, das sind 10 Leute, aber ich denke mal so 20 brauchen wir schon, oder? Und dann müssen wir mal auf die Reise gehen und was entdecken oder suchen. Der Förster hat, er pflanzt aber schon an, okay, dann passt das schon. Hat er noch ein Einzugsgebiet hier, wo noch was ist? Ah, es wird schon knapp. Ja. Ach so, alles klar, er kann nicht weiter weg. Das ist schon mal nicht so schön, ne? Okay, er braucht da noch, aber wenn das ist, dann müssen wir ihn gleich darüber schwenken. Na, er baut ja um sich rum erstmal was hin, dann geht's erstmal, oder? So, wie viele Leute sind das? 12 reicht noch nicht. Warte, wir haben keine Produktion hier, ne? Doch, 3 Schwertkämpfer. 3 Schwerter. Warum werden die nicht rübergetragen? Gute Frage, oder? Hm. Das gefällt mir jetzt nicht so, ne? Oder 3 im Auftrag? Nein, Auftrag ist unendlich. Schwerter 3. Das sind Bretter. Keine Kohle da. So, er hat jetzt keine Rohstoffe mehr, das heißt, wir switchen mal in diese Richtung. Da ist ja noch ein Baum. Geht erstmal wieder.
Er baut da die Steine ab. Und hier fehlt es an Bögen und an... Ja, verstehe ich jetzt auch noch nicht. Achso, der Lagerplatz ist 16 wahrscheinlich und wir haben nichts drin. Also kannst du das schließen. Und jetzt ist die Frage, warum gibt es keine Kohle? Null von... Ne, das wird auch nicht da abgebaut, sondern da. Und macht der nix? Der macht nichts, weil er nichts zu essen hat, kann das sein? Aber er hat hier 17 Essen. Irgendwie ist das jetzt gerade ein bisschen doof, ne? Was macht er jetzt hier? Ah, er geht Holz fällen, alles klar. Hier wachsen schon die Bäume. Und unser Bär, Herr. Ne, 12 sind mir zu wenig. Können wir mal hier schon mal hinschicken, auf jeden Fall, damit wir ein bisschen was von der Landschaft sehen. Okay. Da ist nichts los. Da ist ein Tümpel. Ja. Ist da jetzt noch einer rausgekommen? Nein. Hier steht 3 Schwerter, aber es passiert nichts. Gibt es hier irgendwo eine maximale Anzahl von Kollegen irgendwo? Kann man das irgendwo sehen? Wohnhäuser oder so? Gibt es hier nicht, ne? Was ist das? Kleines Lager. Hier, das ist bestimmt ein Wohnhaus, ne? Kann man aber nicht anklicken. Was müssen wir jetzt tun? Sehe ich irgendwo die maximale Anzahl der Leute? Nein, glaube nicht. Sind das die 12? Nee, einer muss irgendwo verschütt gegangen sein. 8 und 4, passt jetzt. Ah, da oben steht noch einer. So, dann gucken wir hier unten beim See. Oh, das Wasser sieht ja hübsch aus. Guck mal, spiegelt sich die Sonne drin. Ja, der ist irgendwie fußkrank oder so, ne? Warten wir, bis der folgt. Hier ist noch nichts los. Doch, da ist was. Dort ist die Konkurrenz, oder? Das ist eine Mine. Und da ist ein Turm und da ist auch eine Mine. Da müssten wir jetzt hier den Turm angreifen. Gucken wir doch mal, oder? Geht das oder geht das nicht? Oh, da gibt es einen Bogenschützen. Oh, da gibt es auch ganz viele Leute. Lass uns hier hingehen. Haut ab, geht weg. Das macht keinen Sinn. Na, da kommen zu viele. So. Schießen die auch? Ja, ne? Ja. Okay. 8 und 4 passt noch. Ich glaube, da ist einer der Konkurrenten gestorben, oder? Oh, jetzt geht es hier 6 und 4 nur noch. 4 und 4. 4 und 2. Die Bogenschützen dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Dann müssen wir gucken, dass wir da wegkommen werden. Okay, lass uns gehen. Läuft er nach? Okay, die Pfeil und Bogen, der schießt ganz schön weit, sehe ich gerade. Oh, die kommen mit. Oh, ganz schlecht. Ach, das sind die Bogenschützen. Okay.
Komm, geh mal weg, geh mal hier zum Turm. Ja. Auf in die Basis zurück. Erstmal hier sammeln, bitte. Und gibt es neue Leute? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Wo hapert's dran? Keiner weiß es. Oh, einer ist jetzt tot. Unsere Bogenschützen vom Turm aus müssen jetzt mal kämpfen. Ich hoffe, die machen das auch. Attacke. Wird geschossen oder nicht? Kampf begonnen, ja. Steinmetzmal findet keine Rohstoffe mehr. Okay. Das bedeutet, er muss irgendwo anders seine Rohstoffe suchen. Ich weiß aber nicht wo. Gibt's hier Rohstoffe? Weit, da ist genug. Gut, dann macht er weiter. Wie geht's jetzt hier weiter? Drei Schwerter steht da. Drei und eins. Okay, wir haben Bogenschützen verloren. Das ist schlecht. Hier kommt aber niemand raus aus der Baracke. Woran hapert es jetzt hier? Kein Mensch weiß es. Es gibt keine Schwerter. Hier stehen drei Schwerter. Da gibt es aber keine Kohle. Ist denn die Kohle versucht? 43, 30 wahrscheinlich zum Abholen hier. Das ist ja komisch. Aber die transportiert keiner, oder wie sehe ich das? Weil es kein Essen gibt. Kann das sein? Aber hier ist Nahrung. Warum liefert keiner? Haupthaus, Nahrung, 16, da ist nichts drin. Ja, wo ist hier das Problem mit der Nahrung? Ah. Da, jetzt geht's. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, ob es dann auch Kohle gibt. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr. Sag schon. Eisenbahn, okay. Wir brauchen mehr Bauern. Das Essen wird wohin gebracht? Keine Ahnung, ah, doch hier in die Kohlemine. So, wollen wir hoffen, dass da Kohle rauskommt dadurch, weil der jetzt Essen gekriegt hat. Und wenn er Essen gekriegt hat, dann können wir hier noch einen Bauernhof anpflanzen. Aber es tut sich hier nichts. Es gibt auch kein Brot. Schwierig. Gut. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wie ihr seht, die Kohle ist da gerade transportiert worden. Also das Essen fehlte, dass dann Kohle produziert wird. Das wird dann jetzt weitergehen. Bis zur nächsten Vorschau. Ciao.